Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema NDB bzw. ADF. Wir gucken uns erstmal an, was ist so ein NDB überhaupt und was ist ein ADF. Schauen, was ist ein QDM und ein QDR, bestimmt die Unterschiede dazwischen und auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen ADFs, also den Anzeigegeräten. Da haben wir das ABI, das MDI und das RMI. Wir gucken uns mal an, wie man ein QDM oder ein QDR anschneidet und wenn wir einmal drauf sind, wie man das richtig hält. Viel Spaß! Ein NDB ist eine Funknavigationseinrichtung, die fest am Boden verbaut ist. In der Karte wird ein NDB wie folgt eingezeichnet, und zwar ein Punkt mit Kreisen drum, beziehungsweise in der Karte sieht das meistens so aus, also ein Punkt mit ja, ganz vielen Punkten in Kreisform herum. Der Einfachheit halber zeichne ich das aber mal so. Und dieses NDB ist mit einer Frequenz versehen. Wir nehmen jetzt mal beispielhaft 337 und hinter der Frequenz steht noch der Kürzel der Station. In dem Fall nennen wir sie mal ABC. Das Ganze ist im 3-Letter-Code-Verfahren und wie bei anderen Funknavigationseinrichtungen auch, findet ihr darunter noch einen Morse-Code, den ihr abhören könnt, womit ihr die Frequenz und auch die Station identifiziert, ob sie richtig funktioniert. Ja. Dieses NDB nennt sich auch ungerichtetes Funkfeuer, weil es sendet ungerichtet in 360 Grad Funkstandlinien ab. Und der Einfachheit halber zeichne ich mal nur vier Stück ein. Und zwar hätten wir hier einmal Nordkurs, also 000, Ost 090, Süd 180. Und West 270. Jetzt unterscheiden wir zwischen zwei Fällen. Und zwar einmal, wenn wir zu der Station hinfliegen und einmal, wenn wir von der Station wegfliegen. Und das zeichnen wir jetzt auch einmal ein. Und zwar machen wir mal den Fall, dass wir einmal hier in diese Richtung fliegen und einmal, dass wir hier fliegen. Fliegen wir nun zu der Station hin, dann nennen wir das Ganze QDM. Und dahinter mit dem Kurs bzw. mit der Himmelsrichtung, in welche diese Standlinie geht. Das ist in dem Fall hier 90 plus 45 sind wir bei ungefähr 135 Grad. Also befliegen wir diese Standlinie, sind wir auf einem QDM 135. Wenn wir jetzt allerdings von der Station wegfliegen, nennt sich das Ganze QDR, aber auch diese Funkstandlinie hier geht in Richtung 135, also nennen wir auch das hier QDR 135. Das QDM kann man sich wie folgt eigentlich ganz schön merken. Da gibt es eine kleine Eselsbrücke für, wem es gefällt, der kann diese anwenden. Und zwar das Q, das könnte man als COM umschreiben. Q, COM, ne? COM, D als du und dann haben wir noch das Z, was es nicht gibt, komm, du, zu und das M steht für mir. Also QDM, komm, du, zu mir. Das sagt die Funkstation zu dem Flugzeug und sagt damit, dass das Flugzeug zur Station fliegen soll. Komm, du, zu mir, also QDM ist zur Station hin. Man kann das QDM auch, was allerdings nicht die richtige Bezeichnung ist, als Radial Inbound bezeichnen, wenn wir das Ganze mit einem VOR vergleichen. Das QDR wäre dann ein Radial Outbound, also das normale Radial. Wir betrachten nun zwei Beispielfälle. Dafür habe ich die NDB-Station in der Mitte der Tafel eingezeichnet und wir gucken uns zwei Flugzeuge an, die jeweils auf Nordkurs fliegen. Über den Flugzeugen seht ihr das Panel, was der Pilot in diesem Moment gerade sieht, beschränkt auf den Kurskreisel und auf das ADF, welches das NDB-Anzeigegerät ist. Dabei müsst ihr beachten, dass die Bodenstation selber heißt NDB, das Gerät im Flugzeug heißt ADF. Hier über dem Panel ist in Blau einfach der Himmel oder die Scheibe eingezeichnet. Das soll einfach nur verdeutlichen, dass das hier das Instrumentenbrett ist, in dem Moment oder in dieser Momentaufnahme, wo das Flugzeug gerade
hier bzw. hier ist. Ja, wir sehen, der Kurskreisel zeigt Nord an, weil das Flugzeug in Nordrichtung fliegt. Das ist jetzt zunächst erst einmal unrelevant. Wir beschränken uns jetzt erstmal auf das ADF. Und zunächst einmal zeichnen wir, wir fangen mit diesem Beispiel hier an, die Längsachse des Flugzeugs ein. Die ist in etwa so. Und die Längsachse des Flugzeugs können wir auch hier auf dem ADF einmal einzeichnen. Dafür läuft die so. Also auf Nordkurs hier erstmal parallel. Und das ADF zeigt dem Piloten jetzt, in welche Richtung relativ zur Längsachse sich die NDB-Station befindet. Und in dem Fall können wir hier sagen, relativ zur Längsachse des Flugzeuges ist diese Funkstandlinie, die in dieser Momentaufnahme genau durch das Flugzeug durchgeht, um 90 Grad versetzt zur Flugzeuglängsachse. Und genau das können wir auch hier oben am ADF einmal einzeichnen. Und zwar so. Auch hier ist die Funkstandlinie, wenn wir uns die mal hier einmal reindenken, um 90 Grad zur Längsachse des Flugzeugs versetzt. Und das ist genau das, was das ADF jetzt anzeigt. Und zwar mit einer Nadel, die so aussieht wie ein Pfeil. Und dieser Pfeil zeigt immer zur Station hin. Also in diesem Moment hier, wo das Flugzeug auf dieser Standlinie ist und genau die Station genau 90 Grad rechts von ihm liegt, zeigt die Nadel auch genau 90 Grad nach rechts aus der Pilotensicht. Diesen Winkel übrigens von der Flugzeuglängsachse zur Nadelspitze nennt man Relative Bearing. Relative Bearing. Das gleiche können wir auch einmal auf der anderen Seite einzeichnen. Wir schenken uns jetzt mal hier die Längsachse einzuzeichnen. Wir haben jetzt genau den gegenteiligen Fall. Das Flugzeug ist östlich von der Station und das ADF sagt dem Piloten jetzt, Pilot, die NDB-Station liegt links von dir und zwar genau 90 Grad links von dir, denn wir haben hier wieder den gleichen Fall. Die Standlinie befindet sich 90 Grad links. Deshalb gehen wir jetzt aber hier, weil sie eben links liegt und nicht wie hier rechts auf dem Anzeigegerät auf die linke Seite. Und die Nadel zeigt jetzt nach links und sagt damit dem Piloten, dass die Station um 90 Grad versetzt auf der linken Seite liegt. Das gleiche können wir auch theoretisch einzeichnen für ein Flugzeug, was nördlich der Station ist. Ich zeichne das nun mal so ein. Also das fliegt jetzt in Richtung Norden. Und der Kompass zeigt, beziehungsweise der Kurskreisel zeigt dementsprechend auch nach Norden. Und auf dem ADF würde man jetzt aber folgende Anzeige sehen. Das ADF würde mit der Nadelspitze nach unten zeigen, was dem Piloten signalisiert, dass die NDB-Station hinter dem Flugzeug liegt. Und das ist auch wieder hier das Instrumentenpanel aus der Sicht des Piloten, der in diesem Flugzeug sitzt. Wir machen das gleiche Beispiel auch nochmal für ein Flugzeug, was südlich der Station ist, aber ebenfalls auf Nordkurs fliegt. Und hier zeigt die Nadel des ADFs nach oben, also genau auf die Station zu. Denn wenn der Pilot jetzt immer weiter geradeaus fliegt, wird er die Station genau überfliegen. Und das sagt auch die Anzeigenadel. Die Nadel sagt, dass die Station genau voraus liegt in Flugrichtung bzw. genau in der verlängerten Flugzeuglängsachse. Ich habe jetzt noch ein drittes Beispiel für euch. Und zwar sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite der Tafel, dass ich das Flugzeug einmal um 180 Grad gedreht habe. Das heißt, es fliegt jetzt nicht mehr nach Norden, sondern nach Süden. Hier oben bleibt alles gleich. Es zeigt wieder an, was der Pilot in diesem Moment gerade sieht, wo er nach Süden fliegt. Und er sieht auf seinem Kurskreisel, dass er gerade Kurs 180, also Südkurs, fliegt. Das stimmt. Was sich jetzt allerdings nicht verändert hat, ist die Skala hier auf dem ADF. Ihr seht, dass Norden immer noch oben ist und das wird auch immer so bleiben. Denn auf diesem speziellen Gerät, was wir uns hier angucken, ist die Skala immer genordet. Hier in diesem Fall ist das gleich der Anzeige des Kurskreisels, weil wir auf Nordkurs sind. In dem Fall, wo wir auf Südkurs sind oder auf jedem beliebigen anderen Kurs, bleibt die Skala trotzdem auf Nord stehen. Was allerdings nicht heißt, dass die Nadel nicht richtig anzeigt, denn
Das Flugzeug fliegt jetzt nach Süden und aus Sicht des Piloten ist die Station um 90 Grad rechts vom Flugzeug bzw. von der Flugzeuglängsachse. Und das ist auch genau das, was das ADF wieder anzeigt. Es zeigt mit der Nadelspitze nach rechts, also sagt es dem Piloten, dass die NDB-Station 90 Grad rechts von der Längsachse des Flugzeugs ist. Wir gucken jetzt, wie man ein QDM und ein QDR bestimmt. Und dafür ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass sich die Skala auf dem ADF-Gerät, was wir uns jetzt im Moment gerade angucken, nicht mitdreht. Wir fangen trotzdem mal wieder hier auf der linken Seite an und bestimmen ein QDM. Und dazu müssen wir uns die Nadelspitze angucken. Die Nadelspitze ist das hier. Das Nadelende, was wir beim QDR betrachten, ist das hier. Wir erinnern uns, ein QDM ist zur Station hin, ein QDR ist von der Station weg. Wir fangen also, wie gesagt, hier mit an, ein QDM zu bestimmen. Und dazu gucken wir an der Nadelspitze, auf welchen Wert sie zeigt. Und dabei ist es wichtig, und das sehen wir gleich, den Wert nicht hier im ADF abzulesen, sondern den Winkel auf den Kurskreisel zu übertragen. Dafür ist das Relative Bearing wichtig, was wir gerade angesprochen haben, was der Winkel zwischen der Flugzeuglängsachse und der Nadelspitze ist. Und wenn wir das Relative Bearing, was ich jetzt auch mal in grün hier in den Kurskreisel einzeichne, von unserem aktuellen Kurs, den wir fliegen, in dem Fall Nord, das Relative Bearing 90 Grad nach rechts, dann kommen wir hier auf Ost. Das heißt, unser aktuelles QDM ist gerade 090. Das kann man allerdings auch ein bisschen einfacher bestimmen, indem wir die sogenannte Geräteverschmelzung machen. Das heißt, wir schieben diese beiden Geräte mental ineinander, beziehungsweise nehmen uns die Nadel und stellen uns diese im Kurskreisel vor, mit der aktuellen Lage, wie sie gerade im ADF steht. Ja, das könnt ihr im Flugzeug auch mit einem Kugelschreiber oder mit einem Stift, den ihr gerade am Kniebeinen habt, machen, indem ihr den Stift im Winkel der Nadel haltet und dann diesen Winkel haltet und das Ganze in den Kurskreisel reinlegt. Und wo ihr jetzt die Spitze von der Nadel habt, das ist euer aktuelles QDM. Ja, das heißt, in dem Fall hier hätten wir ein QDM von 090. Das gleiche können wir auch mit dem QDR machen. Ein QDR lesen wir am Nadelende ab. Und dafür halten wir den Stift einfach mal auch wieder so, ja, mit der Spitze des Stifts in Anführungsstrichen in Pfeilrichtung und legen diesen auch wieder in den Kurskreisel rein und gucken jetzt am Nadelende, welcher Wert hier angezeigt wird. Und das ist Westen, also 270. Das heißt, unser QDR in dem Fall ist 270. Machen wir das gleiche auch mal auf dieser Seite hier. Wir fangen auch mal wieder mit dem QDM an und legen dazu erstmal wieder einen Stift auf die Nadel auf dem ADF. Und diesen Stift lege ich jetzt genauso im gleichen Winkel in den Kurskreisel rein und gucke, wo die Spitze ist. Und diese ist in dem Fall bei West. Das heißt, unser QDM in diesem Fall ist West, also 270. Wichtig ist, dass auf dem ADF ein QDM von 090 angezeigt wird. Aber da sich die Skala nicht mitdreht, müsst ihr immer die Nadel in den Kurskreisel reinbewegen, um das aktuelle QDM ablesen zu können. Das gleiche auch beim QDR. Auch hier legen wir wieder die Nadel in den Kurskreisel rein und gucken, welchen Wert das Nadelende anzeigt. Das ist in dem Fall hier Ost. Also ist unser QDR Ost, also 090. Schauen wir uns mal an, wie man ein QDM und ein QDR anschneidet. Und dazu habe ich mal wieder zwei Beispiele an die Tafel gemalt. Rechts haben wir, wie man ein QDR anschneidet und links, wie man ein QDM anschneidet. Und wir beginnen einfach mal mit dem QDM. Und zwar haben wir ein Flugzeug, welches hier unten fliegt. Das ist wieder die Sicht der Instrumente des Piloten. Und wir wollen ein QDM von 090 anschneiden.
Und man bedenke dabei wieder, dass ein QDM zur Station hin bedeutet. Wie man das Ganze anschneidet, das schauen wir uns jetzt einmal hier an. Und zwar beim QDM gibt es einen Merkspruch, der heißt Easy. Und Easy steht für Inbound soll und ist. Das bedeutet, QDM ist inbound zur Station hin. Das haben wir jetzt schon oft genug gesagt. Und das sagt uns, dass wir vom Sollwert, den wir fliegen wollen, Sollwert ist in dem Fall hier das QDM, welches wir anschneiden wollen, zum Ist gehen, welches wir auf dem ADF jetzt erstmal ablesen. Ja, fangen wir mal einfach von vorne an, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir schauen zunächst einmal, welches QDM wir gerade fliegen. Und dafür machen wir das wieder wie im Beispiel gerade. Wir legen die Nadel am ADF einmal in den Kurskreisel rein und wir sehen, dass wir an der Nadelspitze dann ein QDM von 060 haben. Das heißt, wir können schon mal hinschreiben, dass unser ist 060 ist. Unser soll ist 090. Da schreibe ich einmal hier hin und markiere das Ganze auch einmal hier im ADF, beziehungsweise das mache ich nicht hier, sondern hier im Kurskreisel, wo ich einmal die wohlgemerkt gedachte ADF-Nadel einzeichne. Wir haben ein Ist von 060 und wir sollen auf 090 gehen. So, wir arbeiten jetzt vom Soll zum Ist. Vom Soll 90 zum Ist. In diese Richtung gucken wir erstmal und rechnen das Ganze hier plus 30 Grad. Das Ganze kommt von der D plus 30 Regel, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt. Nur hier ist es statt Rechnen, ist das, ja, ich sag mal, ein bisschen visualisiert. Vom Soll zum Ist und das Ganze rechnen wir noch plus 30 Grad. Also gehen wir noch ein Stück weiter und dann kommen wir hier bei 0, 3, 0 raus. Und das ist der Steuerkurs, den ihr jetzt fliegen müsst, um das QDM mit dem ja, idealen Anschneidewinkel anzufliegen. Kurs 030 wäre dann in etwa so. Und dann würdet ihr das QDM hier irgendwann treffen. Ja? Wann ihr das QDM trifft, das seht ihr, wenn die Nadel wirklich auf das QDM zeigt, welches ihr fliegen wollt. Das heißt, diese Nadel, die wird hier mit der Spitze irgendwann fallen. Ihr müsst euch die aber immer in den Kurskreisel reindenken. Und wenn die Nadel dann die gedachte Nadel im Kurskreisel auf den Wert zeigt, den ihr fliegen wollt, also euer Soll, in dem Fall 090, wenn die Nadel dann so steht, dann seid ihr auf dem QDM, was ihr eigentlich fliegen wollt und könnt dann auf diesen Kurs auch eindrehen und würdet dann dieser Standlinie hier folgen bis zur Station. Das gleiche können wir auch mit dem QDR machen. Hier ist der Merkspruch allerdings ein bisschen anders. QDR, haben wir gesagt, ist von der Station weg. Das O steht für Outbound. Und hier, das ist wieder nicht so schwer zu erraten. Das I ist und das S ist soll. Das ist nur einmal verdreht, weil wir jetzt auch den umgekehrten Fall haben. Also gehen wir hier vom ist zum soll. Und auch hier rechnen wir wieder am Ende plus 30 Grad. Machen wir das erstmal. Wir gucken, was unser soll ist. Unser soll ist QDR 090. Und unser ist, und hier ist jetzt wieder wichtig, und gerade hier ist jetzt wichtig, dass ihr euch die Nadel vom ADF in den Kurskreisel reindenkt. Denn wenn ihr euer QDM, beziehungsweise wir sind jetzt beim QDR, jetzt hier ablesen würdet, dann wären wir hier bei ungefähr, ja weiß ich, 230. Und das ist definitiv falsch, denn wenn wir uns
die Nadel hier einmal reinlenken. Dann sind wir, ja, ich mache das mal, dass wir hier glatte Zahlen haben. Mache ich die mal einmal so. Wenn wir uns die jetzt nämlich hier reindenken, dann haben wir ein QDR von 0,60 gerade. Und das Wunsch-QDR, welches wir erreichen wollen, markiere ich auch einmal. So, jetzt sagt die Regel, wir sollen vom Ist zum Soll. Unser Ist ist 90, unser Ist ist 60 und unser Soll ist 90. Also gehen wir von hier nach da. Und ich mache das am besten mal mit einer anderen Farbe, sonst ist das wahrscheinlich schlecht zu sehen. Ja, wir gehen in diese Richtung und rechnen jetzt noch plus 30 Grad da drauf. Plus 30 Grad sind wir hier bei der nächsten vollen Zahl, also bei 1, 2, 0. Und das ist jetzt wieder der Steuerkurs, den der Pilot fliegen muss. 1, 2, 0. Ja, dann fliegt er ungefähr so. Ja, das ist der Steuerkurs, den er dann fliegen muss, um dann das QDR von 090 irgendwann zu erreichen. Wann sieht er oder wie sieht er, dass er das QDR erreicht hat? Er muss wieder auf die Nadel im ADF achten und sich die wieder permanent in den Kurskreisel reindenken. Und zwar muss er so lange warten, bis das Nadelende im Kurskreisel, also gedacht im Kurskreisel, auf das gewünschte QDR zeigt. Also das Nadelende auf 090, unser Sollwert, den wir fliegen wollen. Und dann ist er genau auf dieser Standlinie drauf und kann jetzt das, ja, Wunsch-QDR als Kurs fliegen, um dann diese Standlinie weiter, in dem Fall in Richtung Osten, zu verfolgen. Das sieht auf der Tafel ein bisschen theoretisch aus. Wir gucken uns das mal in einem praktischen Beispiel an, wie das genau funktioniert. Was ihr hier jetzt seht, ist ein wunderschönes Programm, mit dem man sehr, sehr gut NDBs bzw. ADFs simulieren kann. Das Ganze ist frei im Internet erhältlich, beziehungsweise es lässt sich sofort im Browser öffnen. Ein ganz großes Lob an den Entwickler für dieses Programm und auch ein ganz großes Dankeschön, dass ich das hier in meinem Video mit einbinden darf. Wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Da, beziehungsweise der führt euch sofort auf die Internetseite. Dort gibt es auch noch mehrere Sachen, zum Beispiel einen VUR-Simulator und noch ein paar andere kleine Spielereien, die ihr sehr gut mal ausprobieren könnt, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Wir wollen uns jetzt aber zunächst einmal hier mit dem ADF, beziehungsweise NDB-Simulator beschäftigen. Und wir gucken zunächst einmal auf die beiden Instrumente, die wir auch schon von der Tafel kennen. Wir haben hier oben den Kurskreisel und hier unten das ADF, was in dem Fall ein RBI ist. Das heißt, wenn wir das Flugzeug hier drehen, den Kurs verändern, dann bleibt die Skala wie auf der Tafel gerade trotzdem genordet. Das Ganze gibt es noch in etwas praktischer. Wir drehen mal einfach auf Kurs 030, da steht gerade so schön die Heading Bug. Und zwar gibt es das Ganze noch, das nennt sich dann MDI, dass wir die Skala mit diesem Drehknopf hier unten verstellen können. Das heißt, wir können unseren aktuellen Kurs hier nach oben stellen. Und dadurch können wir das QDM sofort von der Nadelspitze ablesen, das QDR auch sofort vom Nadelende. Das Ganze gibt es in noch viel praktischer. Das Ganze nennt sich dann RMI. Und wie ihr jetzt seht, wenn wir eine Kurve drehen, dann dreht sich die Skala automatisch mit. Sie ist also an den Kurskreisel gekoppelt. Und das ist insofern praktisch, dass man zu jeder Zeit sein QDM und sein QDR ablesen kann, ohne sich die Nadel in den Kurskreisel reindenken zu müssen oder hier unten noch seinen aktuellen Kurs bzw. sein Heading eindrehen zu müssen. Ja, wir schauen uns jetzt mal an, und zwar wollen wir ein QDM von 90 abfliegen und wir sind momentan auf Steuerkurs 030 bzw. Heading 030. Und ihr erinnert euch an den Merkspruch für QDM, der ging Easy, also ESI, was bedeutet Inbound vom Soll zum Ist. Wir bestimmen erstmal unser Soll, das ist 90, was hier eingezeichnet ist, und unser Ist ist momentan
40, 50 bei 60. Das heißt, wir gehen vom Soll zum Ist. Soll ist hier, Ist ist an der Nadelspitze und rechnen dann 30 Grad wieder drauf. Also kommen wir genau bei 30 Grad hier raus. Das ist der Kurs, den wir aktuell schon fliegen. Und wir lassen das Flugzeug jetzt auch mal fliegen. Und was wir jetzt sehen ist, je näher wir an unsere Standlinie ranfliegen, umso mehr sinkt die Nadelspitze. Und wir warten jetzt so lange, bis die Nadelspitze auf Kurs 090 zeigt, weil das bedeutet, dass wir genau auf dieser Standlinie drauf sind. Und dann können wir auf Kurs 90 drehen, 090, und fliegen dann die Standlinie genau ab. Ja, wir können jetzt schon mal eindrehen, dass wir nicht überschießen. Und ihr seht, wir fliegen ja so ziemlich genau mehr oder weniger unser QDM von 090 ab. So, wir lassen das Flugzeug mal wieder stehen und machen das Ganze mal mit einem QDR und bleiben dafür auf Kurs 090 und wir nehmen mal hier kurz eine glatte Zahl, die hätten wir hier, wunderbar. Und wir wollen jetzt ein QDR von 090 abfliegen. Und QDR erinnert euch an den Merkspruch OIS, was steht für Outbound vom Ist zum Soll. Und QDR, erinnert euch, müssen wir am Nadelende ablesen. Unser momentanes ist 10, 20, 30, also 0, 3, 0. Und unser Soll ist 90. Wir gehen also jetzt vom Ist zum Soll, also in diese Richtung, und rechnen da noch 30 Grad drauf. Also kommen wir bei 1, 2, 0 raus. Und das ist wieder der Kurs, auf den wir jetzt erstmal eindrehen, um das QDR von 090 zu erreichen in einem idealen Winkel. Das machen wir jetzt auch und lassen das Flugzeug auch erstmal fliegen. Ich hoffe, das Flugzeug erreicht die Standlinie noch, bevor es auf die Instrumente trifft. Und man sieht schon wieder, dass sich die Nadel bewegt. Und wir warten jetzt so lange, bis das Nadelende auf 090 zeigt. Denn am Nadelende wird das QDR abgelesen. Wir wollen das QDR 090 erreichen. Das heißt, wir drehen ein, sobald das Nadelende auf den Ostkurs hier auf 090 gefallen ist. Und da warten wir jetzt erstmal ab, beziehungsweise lasst das Flugzeug ein bisschen schneller fliegen, dass wir nicht warten müssen. So. Und jetzt drehen wir auf den Steuerkurs 090 und fliegen jetzt wieder genau mehr oder weniger in dem Programm hier die Standlinie ab und sehen unser aktuelles QDR, was wir am Nadelende ablesen können, was so ziemlich genau bei 090 liegt. Wenn wir einmal ein QDM oder ein QDR angeschnitten haben und darauf fliegen, sind wir darauf natürlich nicht wie in Stein gemeißelt. Denn es gibt selbstverständlich Einflüsse, die uns wieder ein bisschen von dieser Standlinie runterbringen, zum Beispiel der Wind. Und dazu habe ich jetzt nochmal hier zwei Beispiele wieder mit dem QDM 90 und QDR 90 eingezeichnet. Einmal sind wir ein bisschen nördlich von der Linie, sind wir ein bisschen abgedriftet, einmal sind wir ein bisschen südlich und auch beim QDR sind wir einmal ein Stück nördlich und einmal ein Stück südlich. Wir beginnen mal wieder mit dem QDM und dafür gibt es auch wieder einen kleinen Merkspruch und der lautet, ist QDM größer, größer steuern. Dieses ist QDM bezieht sich auf dieses ist, was wir momentan fliegen, also was momentan angezeigt wird. Ist unser momentanes QDM größer als das, was wir fliegen wollen, müssen wir größer steuern. Und wir gucken mal hier bei diesem Flieger. Wir wollen ein QDM von 090 fliegen. Und das ist wieder das ADF, wie es dem Piloten in dem Moment angezeigt wird. Und wir wollen eigentlich hier auf ein QDM von 090. Jetzt ist aber unsere Nadel ein Stück weiter rechts. Das heißt, unser Ist-QDM ist größer, also größer steuern. Größer steuern heißt nach rechts fliegen, denn dort werden auf der Kompassrose die Zahlen größer. Ein Stück nach rechts öffnen bedeutet wieder, dass wir auf die Standlinie zurückfliegen. Man sagt, dass man immer mit dem halben Peilsprung korrigiert. Also wenn wir jetzt eine Ablage von 10 Grad haben zwischen dem Ist- und dem Soll-QDM, dann würdet ihr in dem Fall mit 5 Grad nach rechts korrigieren.
Das Beispiel können wir auch einmal für diesen Fall hier durchgehen. Und zwar ist hier das QDM, was wir zurzeit fliegen, bei ja, schätzungsweise 0,80. Dazu sage ich noch mal einmal ganz kurz, das ist jetzt hier ein RBI oder ein RMI, wo die Skala sich mitdreht. Also wir versuchen jetzt hier nichts mit Geräteverschmelzung, sondern das Beispiel machen wir jetzt anhand eines ADFs, wo sich die Skala auch wirklich mitdreht. So, also wir können das QDM und auch gleich das QDR direkt von dem ADF ablesen. Wir haben hier ein QDM von 0,80. Wir wollen aber ein QDM von 0,90 fliegen. Das heißt, unser momentanes QDM ist kleiner. Das heißt, wir müssen kleiner steuern. Kleiner steuern heißt nach links fliegen, denn nach links werden die Zahlen auf der Kompassrose kleiner. Deswegen kleiner steuern. Und wenn wir nach links fliegen, auch wieder mit dem halben Peilsprung, dann kommen wir auch wieder auf unsere Standlinie zurück. So, auf der QDR-Seite geht der Spruch ein bisschen anders, und zwar genau umgekehrt. Wenn das ist, also das momentane QDR größer ist, müssen wir kleiner steuern. Wenn das momentane QDR kleiner ist, müssen wir größer steuern. Also genau umgekehrt wie beim QDM. Auch hier für zwei Beispiele. Unser aktuelles QDR ist bei ja, 0,80 auch ungefähr. Und wir sollen aber auf 0,90. Also ist unser QDR in dem Fall kleiner, unser ist, das heißt, dass wir gerade fliegen. QDR ist kleiner, also müssen wir größer steuern. Größer steuern heißt wieder nach rechts öffnen und dann kommen wir wieder auf die Standlinie zurück. Hier haben wir momentan ein QDR von, ja, hier haben wir 90 von ungefähr 100. Das heißt, unser momentanes QDR ist größer, das heißt kleiner steuern. Und wenn wir kleiner steuern, heißt das nach links öffnen und dann kommen wir auch wieder auf unsere Standlinie zurück. Ich hoffe, ihr konntet dem NDB und ADF Crashkurs folgen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.